Corporal Dwayne Hicks, TQ4048215E9, Notfall. Meine Einheit hat auf LV-426 schweren Schaden genommen. Bitte um Unterstützung an Bord der USS Sulaco. Überlebende, ich selbst, eine Frau, ein Mädchen und ein schwer beschädigter Synthet. Alle zu LV-426 ausgesendeten Colonial Marines sind gefallen. Wiederhole, alle zu LV-426 ausgesendeten Colonial Marines sind gefallen. Aufgestanden, Marines. Dies ist keine Übung und ihr seid nicht mehr bei Mutti. Auf die Beine, Marines. Für die Neuen, ich bin Captain Cruz und ihr seid meine Crew auf der USS Sephora. Wir sind hier wegen eines Notrufs der USS Sulaco, den wir vor 17 Wochen empfangen haben. Rhino 23 war zuerst vor Ort und ist auf heftigen Widerstand gestoßen. Ihr seid die Letzten, die aus dem Kryo-Schlaf geholt werden. Also, keine Beschwerden, ihr Memmen. Schließlich haben wir euch ausschlafen lassen. Macht euch kampfbereit und sammelt euch in 20 Minuten im Hangar. Name und Rang? Corporal Christopher Winter, 118. Bataillon an Bord der USS Sephora. Corporal Winter, ich schicke Rhino 21 als Unterstützung für 23. Alles klar, Mann? Mir geht's gut, Captain. Ich mache mir nur Sorgen um 23. Gut, denn sie werden sich Rhino 21 anschließen. Die werden versuchen, den Flugschreiber der Sulaco zu bekommen, damit wir herausfinden, wer das verursacht hat. Sir, was ist doch passiert? Wir haben versagt. Aufgepasst, Mädels von der USS Sephora! Genau in diesem Moment kämpfen Rhino 21 und Rhino 23 darum, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Wir lassen keinen Marine zurück. Daher schicken wir in den nächsten 2 Stunden ein paar Dropships, um bei der Evakuierung der Verletzten auf der USS Sulaco zu helfen. Sir, die Sulaco wurde zuletzt bei Fury 161 gesichtet. Wie ist sie zurück zu diesem Planeten gekommen? Danke für die Unterbrechung, Lieutenant Reed. Wir wissen nicht, wie das Schiff hierher gekommen ist. Im Moment sorgen wir uns nur darum, was unsere Marines umbringt. Die Situation ist ungewiss. Weitere Informationen kriegt ihr, sobald wir sie haben. Also los, Weidmanns Heil, Marines! Hurra! Hurra! Hören Sie zu. Was ich brauche, sind Informationen. Keine Helden, kein Bullshit. Sie sind dort meine Augen. Melden Sie alles, was Sie sehen, damit ich weiß, womit wir es dort zu tun haben. Verstanden. Sagen Sie Rhino 21, ich bin auf dem Weg zu Ihnen. Hurra und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together mit Alien vs. Kreuz Marines. Und hier mit mir an meiner Seite begrüße ich euch. Auch den LP Storm 100, mein LPT-Partner. Hallo und hallo und herzlich willkommen auch von mir. Und ich freue mich schon zusammen mit meinen Kollegen Shikamaru das Spiel gemeinsam in einem Korb-Modus zu spielen. Hurra. Ja, Shikamaru, was kannst du uns von diesem Spiel sagen? Release-Termin war am 12.2. Ne? Ja. Und ja, ja, USK ab 18 und ja, 100% Uncut, ne. Ja, genau. Ja, Publisher ist Sega, ne? Ja. Und ja, Entwickler. Na? Halt das, was alles im schönen Intro gelaufen ist.
Gut. Alles klar. Also das Spiel ist ab 18 und für die Leute, die nicht 18 sind, bitte abschalten. Genau. Ja. Hey. So. Wir werden uns jetzt mal hier. Ich werde mal hier, was? Drückst du den Knopf? Weil halt Dienstag ist, drückst du heute mal den Knopf. Ich drück mal den Knopf hier. Mal sehen, was denn jetzt passiert hier, was auf uns zukommt. Oh, ich freue mich schon so wie Wolle drauf. Ich auch. Also ja, wir haben knapp 2-3 Monate gewartet, wo wir dies gehört haben. Ja. Oh, ein Gang. Eine Luftschleuse. Koschen. Warte mal, ich muss doch mal kurz auf den Kopf lesen. Amblicall. auf den Kopf vor allen Dingen. Do not stop. Okay, wir sollen nicht anhalten. Ja, dann. Halt nicht an. Schön. Ah! Boah, was war das? Oh, oh, oh. Oh, ich fliege. Quatsch. Wo kommt der denn her? Alter, der hat sich schön den Kopf aufgeschlagen. Was ist passiert? Raider 6-5, sind Sie schon in der Luft? Explosive Dekompression in der Sulaco. Wahnsinn. Hier ist Raider 6-5. Oh. Die Gangway lässt Atmosphäre ins All. Ja? Prekäre Situation, Sir. Da ist ein Raumschiff. Soll ich das am Duden nachschlagen, Raider? 20 Minuten bis zum totalen Zusammenbruch. Machen Sie dicht. Schnell im Duden nachschlagen. Wie aus die andere Seite, da machen wir dicht. Ja, ist Hammer, ne? Also hier, da unten ist der Planeten. Ja, der Planet. Oh. Na ja, wenn du hier so runter guckst. Ich hab gerade auf die falsche Seite geguckt. So, wir müssen mal hier rüberlaufen. Ich möchte kein Risiko eingehen und dass wir vielleicht hier runterstürzen, weil hier die Scheiben, die knacken. Reißen hier und knacken schon. Oh. Ich wollte nur mal testen. Ne? So. Drück mal. Hier ist Game Over. Okay, ich wollte gerade wieder nach Hause laufen. Oh, hier ist Blut. Verwundete hier. Wir brauchen hier umgehend Sanitäter für die Marine. Tanako. Hier ist Tanako, der macht hier Wiederbelebung. Ich hab hier die Explosion hat die Luftschleuse auf unserer Seite beschädigt. Ich glaube, den kannst du nicht mehr helfen, Tanako. Der ist hinüber. Ich habe noch einen Storm 100. Was? Ich stehe aber noch. Wen haben wir hier? Keine Ahnung. Ach, Tolentino. Tolentino. Was Sie sehen. Aber der zubbelt noch. Oh, ich habe hier eine Anzeige. Ich sehe Sie beide. Und 2-3 ist im Süden. Ah, ich hab auch den hinter dem Hangar. Vielleicht bei den Maschinen. Schießt bestimmt wieder Blut. Oh, guck dir das mal an, doch. Wahnsinn. Moment. Oh, ich hab hier was auf der Anzeige. Das ist Romerio. Da bewegt sich was. Da bewegt sich was. Verdammt. 2-3 scheint die Position zu halten. Oder sie sind tot. Es gibt unbekannte Bewegung bei ihnen. Oh, der öffnet unsere Schleuse, O'Neill. O'Neill ist das hier nicht eigentlich von... Na? Ja, ich will jetzt nicht spoilern hier. Alles klar. Ja, das erkläre ich dir nachher später. Okay. Die Kamera ist offen. Ich treffe mich mit 2-3, Sir. Boah, wie krass das hier aussieht. Finden Sie die vermissten Marines? Habe ich als Anzeige eingeblendet gekriegt. Habe ich auch gerade gekriegt. Und Kontrollpunkt erreicht. Oh, guck mal, hier hat sich was in den Boden gefressen. Säuremäßig. Säuerlich. Ich sehe da einen halben Synthet auf dem Deck. Welche Hälfte? Also ich spiele wohl den Charakter Winter. Dann finden Sie die sprechende Hälfte. Actual over. Wie ich das hier mitkriege? Ja. Hier ist der Joghurtfleck. Joghurtfleck? Ja, hier ist ein Joghurtfleck. Ja, das hast du doch garantiert. Alter. So, ich drück auch mal einen grünen Knopf, roten. Ja, drück mal. Mach uns mal den Weg frei. Entschuldigung, nervöser Finger. Ja, ich glaube auch. So, dann mal weiter. So, hier ist scheinbar nichts. Oh, mit Gießgranate. Gießgranate? Gießgranate. Oh, was habe ich jetzt gerade gedacht hier? Vor mir meine Linse hier, aber das war ja diese Lampe hier. So. So, ich habe hier was auf dem Radar. Geradeaus durch. Ja. Wow. Da war aber gerade was im Lüftungsschacht. Ich habe hier auf dem Radar Reno. Ja, das ist die Position, wo wir hin sollen hier. Reno 2-3 oder wie war das? Ja, ne? Reno 2-3. Ach, guck mal, hier sind kinetische Gyrokapseln. Genau. Keine schöne Art aufzuwachen. Yeah.
Ja, da geht dann nämlich natürlich der gute Shikamaru immer drin schlafen. Ja. Was haben wir hier Schönes noch? Nee, hier ist irgendwie nichts mehr. Und dann können wir ja weitergehen. Ich drück mal hier E, ne? Mach mal Tür auf. Ja, ja. Oha, jetzt kommen wir auf den Korridor. Die ist immer noch da, aber es bewegt sich immer noch von uns weg. Aha. Hier ist eine weitere Tür. Ich drück mal. Ah, wie geil. Jetzt schweiß ich hier die Tür auf. Ja, wie gesagt, das sieht bei mir auch ganz gut aus. Hahaha. Eine Tür! Habe ich schon. Kontrollpunkt erreicht. Ah! Das sieht doch einladend aus. Ja, das ist wirklich so, aber ein bisschen abscheulich irgendwie, ne? Sehen Sie das, Captain? Ja, so ein bisschen schleimig, aber schleimig doch vitaminreif, ne? Also. Sieht doch eigentlich irgendwie aus wie bei dir zu Hause. Na, nicht ganz, ne? Ich bin ja so mehr. Aber ein netter Innenarchitekt, der das gemacht hat. Ja, der versteht was von Ordnung. Weißt du auch, in der Chaos, ne? Entsteht die Ordnung. Ja. Oh, das ist ja hoch. Ist an mir vorbeigelaufen. Guck mal. Bin ich schon an dir vorbeigelaufen, ja? Ja. Oh, cool, hier hängt ein Tod an der Wand. Oh, den haben sie aber was rausgerissen hier. Hier sind Eier. Was? Oh. Hier sind Eier. Schneide die. Schneide Kiest hier runter. Hier ist Kiest. Ich schneide mal Kiest runter. Kies, ja? Bei Kies. Verdammt! Mit E-Taste Kies runterschneiden. Wow! Oh, schießen Sie das Ding! Hab ich schon. Hast du ihn abgeknallt? Hab ihn abgeknallt, ja. Cool. Guck das halt. Dunstet der gerade. Alter. Schade, ich wollte noch draufpären. Ja, nee, hier, jetzt kannst du da mal rangehen. Ich hab Angst. Was an? Ja, aber jetzt kommt da noch einer. Du musst auch mal tun, da. Los, ich hab an den Bursch. Hier sind ein paar Leichen, aber es fehlen welche. Ah, das sieht schon gut aus, was du da machst. Von Rhino 2-3 sind nicht dabei. Sind alle tot. Er ist weg. Er ist weg. Ja, ruhig. Ich hab dich, Kumpel. Ruhig atmen, Kies, ruhig atmen. Sammeln Sie alle, die übrig sind, und bringen Sie zurück zum Hangar. Nicht angreifen. Hier spricht Kies von 2-3, Sir. Unsere Mission war es, die Flugdaten der Sulaco zu werden. Ich habe Ihnen einen Befehl gegeben und das war's. Sammeln und so. Wir müssen wissen, was das verursacht hat. Und da hilft uns der Flugschreiber. Bei allem Respekt, Sir. Halten Sie den Mund und befolgen Sie meine Befehle. Actual over. Actual over. Zum Teufel mit Befehlen. Der Flugschreiber ist nicht weit weg. Wir holen ihn und suchen Rhino 2-1. O'Neill. Der sieht auch lustig aus, ne? Ja. Verdammt. Rhino 2-1. Nein, wir brauchen 10 Minuten, um den Flugschreiber zu holen. Unsere Marines sind nicht umsonst gestorben. So, also wir müssen jetzt Kies hier folgen. Für den Flugschreiber und den Rückweg. Kies, halten Sie Ausschau. Finde den Flugschreiber. Ura. Ura. Mach ich. Danke, O'Neill. Da, ich habe auf den Radar schon den Flugschreiber. Achso? Ja. Wenn sich was bewegt. Ach, da, ja. Okay, ich sehe ihn. Schießen. Oh, hier haben wir Steuerungskonsolen. Na, das war's mal mit den Steuerungskonsolen. Was macht Kies? Kies schweißt auf die Tür. Blinkt bei dir auf? Allein. Ja. Alter, ich hab hier zwei. Oh, da oben. Sind Kontakt. Los geht's! Yeah. Wow, komm du her, du Kies. Drecksack. Alter. Die nähern sich von rechts. Alter. Ich bin da. Ja, oh, ich muss nachladen. Lade nach. Irgendwie verstößt mich hier die Tür. So, weg das Ding. Die kommen von unten. Kommt von unten. Oh. Hast du den angerufen? Ja, das war ja nett eben. Haha, wie geil. Hast du gesehen, wie die hier splattern sind? Ja. Was sind die jetzt? Da. Ist noch einer. Der Kies greift noch einer an. Der Flugschreiber befindet sich in dem Raum, die Treppe hoch. Cool. Ich sehe ihn. Oh, Scheiße. Oh. Scheiße, verdammt. Dann viel weg, ja. Viel weg. Ja. Cool. Na, das ist nicht genau was, oder was? Nee, ne? Kommt da noch was? Na, ich weiß nicht. Ich trau den Fliegen hier nicht. Ich auch nicht. Ah, Scheiße. Oh.
Alter, hast du gerade die Granate geschmissen? Hast du die aus Versehen abbekommen? Ja, ich... Das tut mir leid. Oh, scheiße, ich bin gleich tot. Ach du Kacke, ey. Tür zu. Wir sind drin. Hol mal die Mittelkonsole. Ich geb die Deckung hier. Alter, verweilt, ja. Okay. Okay. Ja, sieht so aus, als wenn er hier gleich durchkommt. Ah, verdammt. Fluggarten sind unterwegs. 2 Minuten. Kies, Achtung! Er hat verriegelt. Das war knapp. Also bei mir sah es ganz schön übel aus mit der Anzeige. Zeigen, welches Arschloch das mit der Sulaco getan hat. Sulaco. Wer weiß, was wir herausfinden, wenn wir das Ding zurückbringen. Und trotzdem erreichen. Scheiße. Ach, da ist einer. Jetzt weg. Okay. Kies, was machst du hier? Da ist noch einer. Oh, cool. Hast du Granate geworfen? Ja. Oh, scheiße. Oha, der hat aber gehüpft eben. Das war gut, ne? Der war gut, ja. Oh. Heute haben Sie das Ziel im Visier. Ja. Habe ich. Hast du das Ziel im Visier? Ja. Wer ist eigentlich Winter? Ich oder du? Ich bin Winter. Ah, ah, ich hab keine Munition mehr. Verdammt! Das war... Oh, scheiße! Oh, ich bin tot. Kannst du mich irgendwie... Ich versuche. E-Taste? Ich muss gedrückt halten lassen. Bist du wieder da? Ich bin wieder da, ja. Cool. Sehr schön. Also die Taste musst du gedrückt haben, wenn du wiederbeleben willst. Okay. Ist ja geil. Ja. Wir müssen also nicht so weit voneinander entfernt gehen, wa? Nee. Boah, Alter. Oh, das ist knapp. Scheiße. Ich glaube, ich habe irgendwie die Säure abgekriegt. Der Tod, ja. Der ist weg. Oh, der da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Ach, du Scheiße. Letzter, die Scheibe eingeschlichen. Das war ich aus Versehen. Sorry. Scheiße. Ja, ich hab gedacht, die wäre schon im Arsch und hab drauf geschossen. Nicht taktisch. Ja, dann können wir auch hier aus der Tür gehen. So. Alter, meine Anzeige sieht übel aus. Echt? Ja. Ich bin schon im roten Bereich. Ah, wow, Scheiße. Alter, der hat's auf mich abgesehen, gell? Penne! Ich darf nach! Also, ich muss nachladen! Oh hier! Wir sind in einer Minute bei euch! Die Schufel, die ist schon nicht schlecht, ne? Ja, die ist auch sehr stark, ist die. Ihr seid zu spät! Ja, aber bloß dieses Nachladen, das dauert halt lange, ne? Ja. Oh, hier können wir uns eindecken. Komm mal hier. Wo? Oh, ich brauch diesen... Scheiße! Da kommt irgendwas! Da kommt mal was! Was ist das denn? Hä? Alter, wo kommt der her? Ich glaube, ich wurde gerade zu dir teleportiert, ey. Ja? Lol. Weil wie gesagt, weil ich hab, da hinten waren nämlich noch zwei, irgendwie, und mein so, Bildschirm ich wurde Minipack. Dunkel. Ich dachte, mein Bildschirm wurde dunkel. Dropship. Achtung! Granate! Nein! Kies, warten Sie! Boah, Scheiße. Kies, Alter. Sind Sie total verrückt geworden? Los, zur Gangway! Zu Gangway, schnell! Alter, hat er unsere jetzt das Ding zerböllert, oder was? Ja. Der Penner. Von wo kommen sie? Von überall. Toll. Ich bin schon dabei. Ich überbrücke die Tür. So. Ich treffe überhaupt gar nicht, Alter. Ich sehe. Ah, hier. Oh, ich muss nachladen. Ich kann gerade nicht. Oh, Scheiße. Oh. Alter, wo kommt der denn hier? Wo hat die? Alter, leck mich am Arsch. Oben, komm schon. Naja, die kommen da von oben runtergesprungen. Echt? Dieser Olive hier mit seiner Knarre ist cool. Ja, ist das hier ein Foto oder nicht? Ach, da. Wo können wir nachladen? Scheiße.
Koch. Oder ich. Gut. Unser Mensch. Er ist tot. Oh Mann, der Deckel ist drauf, wie ich jetzt hier. Ich schieß nach oben, ne? Ja, ja. Also ich aber da war jetzt keiner zu sehen. Komm, wir müssen gehen. Klaas! Alter, der kam aber auch reingelaufen im Tier. So, wir sind hier erstmal in Sicherheit, wa? Hier vorne ist noch, Ausrüstung. Achso. Kriegt das nicht, oder was? Warte. Doch, hab ich mich selber reinlassen. Nee, das ist für O'Neill. Steht da. Oder voll? Ich bin voll. Achso, ich bin voll. Ich krieg das nicht. Dann nehme ich das Ding. So. Dann wollen wir mal hier durchgehen, wa? Ja. Wie kann man schneller laufen? Mit Shift. Ach, mit Shift. Oh, was ist da los? Ich kann mich nicht bewegen! Der hat sich gerade gesprengt. Oh Gott! Nein! Was passiert das war, hier? Das war gerade tief, Alter. Der hat sich gerade gesprengt, ey. Verdammt! Alter, ich muss mich jetzt nach oben hangeln. Ich auch. Hilfe! Ich weiß gar nicht, was muss man hier drücken? D oder was? Einfach nur für nach oben oder was? Ja, und ausweichen, glaube ich, irgendwie. Ausweichen? Ich drücke hier W. Ich muss nach oben klettern. Oh, bist du schon oben? Ich bin gleich. Oh, hier, helf mir! Die Hand! Und zieh! Ja. Jawohl. Ich bin drinne. Ich auch. Ich hab's geschafft. Wir haben's geschafft. Der Flugschreiber ist weg. Keys. War knapp. Das war echt knapp. War knapp. Meine hat sich immer noch umgedreht, also hey, aber schon. Naja. Das ist doch schon gefährlich. So. So. Sephora Actual hier. Jetzt sind wir hier, wo wir angefangen haben, wa? Was ist denn der Gangway passiert? Actual, wir haben Keys verloren. Ja, Keys ist tot. Ich glaube, es ist etwas an seiner Brust explodiert. Ist Mentor bei Ihnen? Ja, Sir. Ja, haben Sie eine Idee zu der Explosion im Brustkorb? Unsere Cheyennes sind unterwegs, um Bodenunterstützung bei der Evakuierung zu geben. Das heißt, wir brauchen einen Landeplatz für etwa 80 Marines. Der Hangar ist unbrauchbar, aber der Frachtraum ist platt. Zeigt da nichts an. Verstanden. Unterwegs zum Laderaum. 2-1, over. Gehen Sie zum Laderaum, um bei den Evakuierungen zu helfen. Genau. Oh, er öffnet hier eine Klappe. Yeah. So, ich geh als erstes, ihr Muschis. Tschüss. So, kommt ihr? Wo komme ich jetzt drinnen? Da runter? Einfach runterspringen. So unten? Nee. Ah. Jetzt bin ich unten. Da waren schon wieder am Loch keine Haare dran, oder? Nee, der Radar hat gestört. Ach so. Bist mit dem Radar hängen geblieben. Oh, hier ist auch wieder geile Anzeige. Guck mal hier. Toll. So, O'Neill, du sicherst und ich sicher und du machst die Tür auf. Nee, wir werden jetzt erstmal an der Stelle eine Aufnahmepause machen. Ja. Und ja, sehen uns dann und hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Aliens, Colonels, Marines mit Shikamaru an meiner Seite und mit mir. Hurra!